Oh, und herzlich willkommen wieder bei Panzerkorps Battlefield Europe, mehr Spieler gegen Dudeman, und ich bin auch schon wieder drin. Also, man kommt zumindest gut mit. Je nachdem, Blitz kriegt man am Anfang im Winter, im ersten scheinbar nur noch Probleme folgen. Packe draußen bei Moskau abgeschossen, Brückenpio, Aufklärungspanzer, Infanteristen, U-Booten, Infanteristen, oh Mann. Auf den Sümpfen läuft wieder irgendwer rum. Und Italien hat zwei neue Einheiten zur Verstärkung. Nimm mal bei den Finnen an. Also, ihr könntet den Ort da wieder einnehmen. Warum hast du so wenig Lebenspunkte? Wenn ich erstmal wieder fit machen und ja, ich würde sagen, wir nehmen das mal wieder ein. Eigentlich würde ich mit denen hier natürlich weiter die Wälder durchsuchen, aber nur so mit einem bei Trupps. Das ist ein bisschen schwierig, aber der könnte ja auch noch mit und die Artillerie natürlich. Nur keine Ahnung, in was man da gerade reinsticht, wenn man da noch weiter marschiert. Ich meine, fit. Ah ja, wir verlieren jetzt auch endlich mal nichts mehr durch Winter. Das ist auch eine sehr gute Nachricht. Hier erscheinen auch Leute. Waren ja im letzten Zug einfach noch hinten drin mitgespawnt. Das ist nervtötend. Wenn im eigenen Hinterland andauernd noch Feinde erscheinen. Das gibt genügend Probleme an der gesamten Front, aber naja. Das Übliche halt. Und die Artillerie muss hier irgendwie dann irgendwas ran. Du deckst erstmal weiter die Artillerie. Natürlich rausgeht und. Eigentlich müsstest du da eben hier runter. Sicher gehen, dass du hier Kontrollzone hast und der nicht da durchläuft. Ja, und ihr. Hier auch noch eben ganz fit gemacht werden. Und dann geht ihr hier nächstes Mal weiter Gegner jagen. Stehen ein bisschen vor der Nase. So, wie sieht's bei euch aus? Ich glaube, der Mörser da ist gerade auch neu gespawnt. Ich weiß nicht, dass er den da irgendwie, also wieder sonst hingekommen sein soll. Dann der T-34 und der andere machen hier Stress. Opa kann natürlich auch nicht endlos viel gegen den machen. Die anderen Panzer standen gerade noch hier hinten. Die Luftwaffe kann nichts machen. Im nächsten Zug wahrscheinlich immer noch nichts machen. Das nervt töten, du hast fast keine Munition mehr. Musst aber versuchen, den Reiter zu treffen und dann wegzufahren. So gehört sich das. Und dann weg mit dir. Ist da weise, die da machen am Ende noch Stress? Ein bisschen, dann haben die auch mal Munitionsmangel. Stellst du dich hier vielleicht leicht vor den Panzer, bevor dann noch irgendjemand kommt und irgendwie Stress machen will. So, was dann? Der Panzer will da durchbrechen. Das heißt, ich denke, wir legen den Infanteristen am besten mal in die Stadt. Dann kann der Panzer da dem nicht viel. Und du könntest diesen Mörser da angreifen. Immerhin nimmst du keinen eigenen Schaden. Sehen wir es mal so. Das Ding da trotzdem gerne weghaben und ihr könntet auf dem Flugzeug entkommen, wenn es zu Fuß gerade schwierig ist. Irgendwie würde ich euch das wohl auch dringend empfehlen. Der Panzer hier muss mal geheilt werden. Geht mächtig ins Geld, aber wir brauchen den möglichst stark, um hier irgendwann dem T-34 und den anderen Kram entgegenzustellen. Das ganze Prestige wird so schnell verschwinden. So, die könnten am Ende auf die Idee kommen, in die Stadt da rein zu wollen. Weil die auf ihren Skiern halt auch dummerweise unglaublich schnell sind. Das heißt, wir bräuchten da eigentlich Leute, die aufpassen. Ihr kämmt aber auch noch an den Mörser ran. Dass sie auch nicht mehr zu viele können, die eigentlich auch Heilung bräuchten. Ihr könntet die Stadt da absichern. Hier habt ihr oben keine große Chance.
Und steig mal auf ein Flugzeug. Wir noch vereinzelte Angriffe. Also wie hier, aber der T-34 plus die Infanterie. Das ist gerade alles relativ mächtig. Mächtig einfach für viele unserer Einheiten. Könnt ihr noch daran? Das wäre ein sauberes 3-0. Du hättest von hier noch ein 2-0. Irgendwie so muss das dann hier mal reichen. T-34 oder das britische Ding könnt ihr alle nicht wieder ausrichten. Wir könnten natürlich das 1-1 mit dem Infanteristen machen. Und die Artillerie, die zieht sich dann zurück. Der Infanterist hat hier drum ja auch eine Kontrollzone. Das heißt, die kommen da gar nicht so schnell irgendwie lang. Du hast auch noch ein bisschen Munition. Ist nichts im grundsätzlichen 10-0 des 1-1. Naja, zumindest ist das Ding geschwächt. Ausrücken ist ja da. Wir könnten natürlich die Artillerie hier hin, aber dann das muss da alles noch irgendwie gedeckt werden. Wir brauchen Männer, diesen Mörser da treffen. Ein Stück dahin schicken. Mit dem T-34 muss es noch nicht kämpfen. Fällt näher ran. Könnte jetzt für unsere Pakt der große Moment sein. Natürlich möglichst viele Lebenspunkte defensiv brauchst. Und als das Ding hier müssen wir auch eher mal heilen. Noch irgendwie ein billiges 1-0. Mobile Flak vielleicht. Müsstest du auch von hier oben her evakuieren. Würdest da nicht viel ausrichten. Tja, und du solltest hier auch zurück. Vielleicht schaffen wir es auf Dauer, die beiden Städte zu halten. Und den Flussübergang ein bisschen zu kontrollieren. Und du fährst hier hinten irgendwie rein. Und das ist ja, es ist netterweise ein Flughafen, deswegen kannst du da entkommen. Das sind alles Positionierungsfragen. Schauen wir uns mal das hier an. Wir haben hier ein paar Mann, die zuhauen können. Er wird natürlich auch ein paar Mann haben. Und höchstwahrscheinlich eine Menge Artillerie dahinter. Aber ein bisschen schießen hier können wir ja auch. Gerade diese sibirischen Infanteristen, die sind auch so wahnsinnig schnell. Sehr nervtötend. Ich natürlich gerne, ob die Felder besetzt sind, also ob man den einkesseln kann, aber das wurde alles nicht so recht erfahren. Nebenbei, ja gut, der hört wahrscheinlich darauf und hat Positionierungsfragen genauso wie ihr. Sagst dir auch aus, du könntest natürlich in die Richtung eilen und da irgendwas machen. Weil der Panzer gegen die in der Stadt nutzt natürlich nichts. Der sollte nur abblocken. Kommst du noch nicht nach vorne und ihr kommt da auch noch nicht vernünftig ran. Gut. Aus, aber kannst nicht viel mithelfen. Ihr habt noch halbwegs Munition auf Vorrat. Den da eigentlich gerne am ehesten loswerden mit. Gut, aber über das 2-1 kommt keiner hinaus. Bloß wer weiß, was dahinter noch an Artillerie rumsteht.
Plus, ihr macht einfach mal gar nichts. Natürlich dich noch hierauf schicken. Mal schauen, ob da noch was steht, ob es sich irgendwie lohnt, den einzukesseln. Ja, das steht da und da die Artillerie. Das heißt, wir könnten den einkesseln, wenn die Artillerie hier jetzt mal vernünftig arbeitet. Du kämst da nicht mehr ran, aber du kämst noch ran, dann hätten wir da noch Angriffe. Drück doch mal euren Schaden durch. So, 8 und komplett unterdrückt. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch einmal kurz berühren. Und das Feld dazustellen. So, das Feld dazustellen ist vielleicht doch etwas heikler als gedacht, wenn man einfach nicht so die richtigen Einheiten dafür hat. So, doch hier hin und die müssen ja auf jeden Fall ein Rückzugsfeld frei halten. Ach, warte, das zählt jetzt noch nicht. Jetzt macht mal einen Schaden auf den, ja? Ich weiß auch, dass deine Katjuscha schießt. Sehr schön. Dann, was haben wir jetzt eigentlich alles rausgeschossen? Ein Reiter, ein Mörser, ein Infanteristen. Du könntest jetzt noch reinchargen und die Katjuscha angehen. Aber wenn man sich so die allgemeinen Gesundheitspunkte hier ansieht, erscheint mir das doch ein bisschen schwierig. Denen, die noch etwas mehr Lebenspunkte haben, kommt keiner ran. Also für den wird es jetzt auch richtig eng. Da ist zumindest noch eine leichte Artilleriedeckung. Also ob wir die Kanone noch hier hinstellen, würdest du ja auch noch Artilleriedeckung dann für die beiden. Würdest da immer noch dein Rückzugsfeld. Noch am Überlegen, aber wieso gerne schiebe ich gerade mal ein bisschen die Positionierungsfragen. Wenn noch eine Pakt, die daran kann, die ist aber auch schon wieder schwer beschädigt. Ich würde sagen, du gehst da trotzdem mit dran. Oder stellen wir dich hier hin, um den da abzuschirmen? Denn aber auf dem fällt natürlich eine Schwachstelle. Gehst du da hin und machst über Straßen 3 Felder? Bei Straße 1, 2. Ich weiß jetzt nicht, ob der auf das Feld da käme. Jetzt lassen wir das erstmal so stehen. Melden bei Moskau. Plus Mörser und im O ein Infanterist. Ist ja mal ein Anfang und das sind jetzt noch sehr viele Heilungs- und Positionierungs- und sonst was Geschichten. So, hier ist auch feindliche Verstärkung aufgetaucht, wodurch man den Ort leider nicht in Ruhe und entspannt einnehmen kann. Es wäre ja auch zu schön gewesen. Und hier unten kurft plötzlich ein T-34. Aha. Unser italienischer Panzer war mal gar keine Chance. Und auch die restliche Infanterie guckt blöd. Du hast auch keine großen Chancen und keinen Treibstoff. Das ist alles ungünstig und da stehen auch noch viele Schrottpanzer und Einheiten. Vielleicht mal gute Nachrichten hier zum Beispiel. Okay, sein Panzer ist nicht mehr hier, der ja noch bis vor einer Weile war. Könnt ihr den treffen und vernichten. Hoffentlich. Immer noch ein feindlicher Held in der Einheit, wäre also ein Anfang. Und ihr macht auch kein größeres Thema aus der Sache, das ist auch sehr schön.
Würde man gleich noch weiter vor und was sehen, aber so wahnsinnig gesund ist der Trupp auch nicht mehr. So, und ihr hier drüben braucht alle mal ein wenig Heilung und neue Munition. Warte mal, ihr könnt noch ein bisschen vorstoßen und die Frage ist halt, auf was ihr trefft. Bei das könnt noch die Brückenbios gucken, ob da einer steht. Die Artillerie, dann sollten wir die ja wohl mal platt schießen. Sehr schick. Frage, ob man hier noch das nächste Feld gehen will. Oh ja, da ist noch so eine Flak. Gerade in den Himmel gerichtet ist. Italienischer Panzer kann sie so gerade nicht abschießen. Und er wird es mit dem halbstarken Trupp da voll Dampf hinterher eilen. Keine Ahnung, was da noch steht. Ich würde nicht mit dem halbstarken Trupp voll Dampf hinterher eilen. Aber zumindest froh, dass also. Also es geht in die richtige Richtung, sagen wir es mal so. Deswegen auch da anstellen wäre auch ein bisschen riskant. Ihr geht da rein, dann haben wir immer einen Erfolg. Also. So. Natürlich das hier wieder das Problem. So, hier waren einige Schrotter-Einheiten, die dringend geheilt werden müssen. Die Verstärkung ist hier einfach wirtschaftlich nicht drin. Wir müssen noch so viel anderen Kram heilen. Ich fürchte bei euch auch nicht so richtig. Aber dann seid ihr zumindest wieder einsatzbereit. Ihr könnt dann hier vielleicht mal einen T-34 bekämpfen, wenn ihr irgendwo in Position seid. Ihr müsst euch mit denen irgendwie rumschlagen. Hat mal ein bisschen Artilleriedeckung. Du musst jetzt fit gemacht werden. Wir haben noch so viel anderes, was fit gemacht werden muss. Das Prestige milzt dahin. Ich werde eines schönen Tages ja auch gerne mal wieder die Flugzeuge einsetzen. Ach, wir haben ja unseren T-34. Der doch demnächst in den Einsatz, aber ich glaube, der muss erstmal fit gemacht werden. Meinetwegen hier mal Elite, zumindest auf 8, dann kannst du da einchargen. So, ihr habt mit dem ein Problem, weil ihr gegen den nicht zurecht ausrichten könnt. Ziemliches Problem darstellt. Du, ja, da kannst du dir eigentlich keinen weiteren Schaden leisten. Problem, dass du da nicht wegkommst, weil du keinen Treibstoff hast. Ein Fehler, den man wahnsinnig schnell sich einfängt. Der auf offenem Feld werdet ihr gegen den auch nicht viel ausrichten. Wir bräuchten jetzt unsere Luftwaffe. Artillerie ist keine da, die helfen hier zum Teil aus. Wenn wir nicht gucken, ob wir hier irgendwie Erfolge erzielen können. Beispiel auf die da, so als Anfang. Man hat eine seiner Artillerien dahinter. Dass die im Zweifel festsitzen würden. Wir sind jetzt schon mit 4 unterdrückt, du machst 3 Schaden. Aber wie gesagt, wahrscheinlich hat er eine Artillerie dahinter. Ist ja komplett unterdrückt. Immerhin, 10 Prestige. Danke für die Kasse, für die Einnahmen. Und dann könnten wir da noch auf die Kanone gehen mit dem halbwegs gebrauchbaren Infanteristen. Von einer anderen Kanone gedeckt wird. Trotzdem erstmal einen schönen Schlag kassiert. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch noch einer steht. Aber mein, der ist weg. Müssen wir nur noch ein bisschen kreativ werden. Also den Ort da will ich langsam mal haben.
Keine Artillerieunterstützung und keine wirklich sinnigen Angriffe. Ist hier nur so irgendwie da rein. Autsch. Das, wo ihr einen Helden habt. Aber gut, erbitterte Gegenwehr passiert halt. Hier und der Held bringt nur Verteidigung plus 1. Also sie verteidigen sich sehr erbittert. Natürlich auch in dem sehr, sehr hohen Wert liegt. Oder sollte man den Angriff gar abbrechen? Die sind ja alle nicht mehr so richtig zu gebrauchen. Die T-34 anzugreifen ist auch sehr schwierig. Ich könnte es natürlich auf den hauen und dich dann absetzen. Und so ein Panzer 2-2 ist auch eher so eine Sache. Und 2-1. Ach komm, er darf sich eh nicht heilen. Den erledigt ihr dann demnächst. War zumindest meine Hoffnung. Bikes zum Aufklären, aber was sollen die da hinten gerade groß aufklären? Lass das Schiff da noch treffen. Gut. Also du könntest natürlich den Panzer hauen und dann wegfahren. Und dann mal weitersehen. Da steht eine unschön große und dicke Artillerie. Was gegen die ausrichten könnten, das hätte auch was. Also du kommst. Gut, wir könnten dich auch auftanken, dann kämst du im nächsten Zug weg. Und ein bisschen heilen, dann kannst du dich vielleicht vor dem T-34 ganz gut zurückziehen. Jetzt die großen Verschiebefragen, wer noch wohin? Du eigentlich? Okay, da steht er im Weg. Wir haben jetzt aber auch nicht so massiv einsatzfähige Panzer im Hinterland. Dann noch ein 2-1, du hättest jetzt ein 5-1. Will ich bedenken, dass die Artillerie von dahinter schießt, aber 5-1. Gut, und dann wird keiner mehr, außer der zieht sich zurück. Zieht sich da an. Wir könnten die mobile Flak nachsetzen lassen. Weil das ist nicht so direkt ein Job für die mobile Flak, glaube ich. Wir könnten den Infanteristen schicken, aber dann weiß ich auch nicht so recht, wer den da aufhalten soll. Wir könnten die schicken. Aber du müsstest eher geheilt werden und auftanken und hoffen, dass du da irgendwie wegkommst. Demnächst. 745 Prestige, das wird hier noch eine teure Angelegenheit. Dann hat der Panzer natürlich überlebt. Dann haben wir hier bisher einen Infanteristen. Ich würde den Panzer gerne zerlegen. Einer der wenigen, der hinterherkommt, ist da dann hier ein bisschen fest. Das ist alles schwierig. So, nebenbei, wenn du den Helden hast, ich meinetwegen mal noch nach hinten absetzen. Ist dann der mit Abstand wertvollste von den Trupps ist. Und ihr müsstet alle geheilt werden und oben bei Moskau ist ja auch noch Zeug, das mal geheilt werden muss. Einfach daran denken, was wir im nächsten Zug dann für eine schicke Panzerarmee wieder haben. Aber ich habe eh schon keine. Na gut, du hast noch Erfahrung. Mach mal 3 einsatzfähige mehr. Der ist ja so halb einsatzfähig und dir wird ein bisschen Unterstützungskram fertig. Wenn wir alles in den Kampf schmeißen, dann. Gut, du hast noch keine Chance gegen den. Ja, sieht das alles irgendwie auch schlecht aus. L4-1, 3-1, sehr gut, auf den zu gehen lohnt sich nicht. Einheiten, die verfügbar sind. Ich weiß auch, ob da irgendwas
Den, also klar, man käme jetzt an die Artillerie ran, aber wenn wir dem Infanteristen dahin gehen, dann wird er ziemlich sicher platt gemacht. In Panzern hätte ich jetzt noch so ein bisschen Hoffnung, dass sie durchkommen. Nächstes Mal können wir den ja mit unserem T-34 vielleicht angehen. Und wer weiß, ob die Luftwaffe nächstes Mal mit dabei ist. Melden wir erstmal einen in Rostov. So, sehr, sehr viele Positionierungsgeschichten. Wie sieht denn Afrika aus? Verloren, aber abgesehen davon. Du kommst da durch. Du läufst da lang. Wir müssen mal gucken, ob hier drüben doch noch irgendwas frei ist. Der Haken ist halt nur, dass man nichts sieht. Flughafen ist. Na gut, aber da steht einer rüber, das heißt, man kann nicht einfach abheben. Und dann wird da einer drin stehen. Dann drückst du auf den Buen Carrier. Dann gib dir mal. Tolles 3-1. Da stand dann, glaube ich, so ein Aufklärer. Das heißt, im LKW daneben zu stehen, wäre nicht so das Wahre. Dann nächstes Mal weg und dass irgendwie ein paar Mann da noch durchkommen. Luftwaffe und. Ah. Dann weiter auf das Ding schießen, das ist ganz nett. Aber die sonstigen Schiffe können ja auch nichts tun. Und ihr habt gerade auch Probleme mit einem Zerstörer. Ja, mit den Minen stürzt ihr gleich ab. Dann stürze ich lieber ins Meer, damit nichts passiert. Hier hinten so aus, überall werden hier neue Minen gelegt. Eine Bombe können dann, denke ich, doch mal übers Wasser fliegen, dann konnt ihr nicht recht an die Ostfront, dann fliegt jetzt auch mal los. Den habe ich schon halb gerade wieder zurückgeschickt und muss dann doch auf den Flugfeld und von da irgendwo los. So, hier, also er hat ein U-Boot, glaube ich, geschrieben, das er versenkt hat. Das war das und hier. Da bist du an ein paar Minen hängen und bist aufgedeckt. Und hoffentlich passiert dem nicht viel. So, der flugtechnische Winter in jetzt geht, können die Flieger hier stehen bleiben. Dann haben wir noch irgendeine andere Sache. Neue Panzer der Italiener. Wir haben den Infanteristen da oben leider umgehauen. Okay, dann heilen wir dich hier auch mal ein bisschen, dass ihr zumindest volle Lebenspunkte habt. Läuft ja klasse. Also die brauchen da oben noch mehr Men. Bleiben hier und da nur noch ein paar, um zu gucken. Hier nichts passiert. Die Ungarn, ach warte, die sollten an den Sumpf, wo es auch Stress gab. Die Ungarn da sind festgesetzt. Wir haben noch 5 Züge. Kümmert ihr euch irgendwie um die? An welcher Baustelle will man jetzt anfangen? Die Flotte? Wer weiß, ob da irgendwas steht. Man sieht es ja nicht. Die Flugzeuge können nichts machen. Das ist. Ihr könnt hier außen rum. Oh, das ist cool. Ja, du bist zumindest aufgetankt. Wir sehen, ob wir den Zerstörer zum Beispiel von hier oben versenkt kriegen. War zumindest mal schwer angeschossen. Wenn du hier wegfährst. Jetzt gar nicht gedacht, dass die da übers Eck, aber umso schöner, dass sie es können. Doch nicht wieder so italienisch agieren. Mal in den Hafen ein, kannst du Munition auftanken. Auch noch eine 1-0. Bringt alles nicht viel.
Vor allem, wenn du komplett daneben schießt. Du hast keinen Treibstoff, wenn du dich da oben irgendwo hin zurückziehst, kommst du auch wahrscheinlich nicht mehr wirklich zurück. Du könntest natürlich hier runter und demnächst mal im Nahkampf dann noch mithelfen. So, was haben wir hier denn noch? Wir dürfen nichts machen, aber das U-Boot darf noch den Träger da angehen. Leute, ihr müsst nicht alle unterdurchschnittlich kämpfen. Und ihr dürft nichts machen. Okay, welches Problemfeld wollen wir angehen? Die Luftwaffe, die jetzt hier halt mit an die Ostfront kommt, weil der Rest eh jetzt relativ da verloren ist. Müsste dann natürlich häufig noch umgerüstet werden. Auf dann die nicht-tropischen Versionen. Wenn ihr ansonsten zu viel Treibstoff an Land verbraucht. Aber mit euch als Luftunterstützung, das könnte ganz nett werden. Bei weitem natürlich nicht so viele Flughäfen, wie es schön wäre. Und da ist auch noch so eine blöde Mine. Ah, das ist ein britisches Flugzeug, deswegen kümmern wir uns nicht darum, wenn ich dem irgendwas sage. Und das sind auch alle schon Briten. So, und du kannst nicht viel gegen. Du musst was nehmen, bleibst in der Kontrollzone hängen und wirst draufgehen. Hey! Das ist ja auch wieder großartig. Doch einfach nur von der Mine gefressen. So, und irgendwo hier ist ein Partisane. Und weil es so lustig ist, ich hatte ja mal darüber berichtet, dass hier ein Fallschirmjäger bei Smolensk erscheint, wie ich dachte. Also, ne, der scheint irgendwo dagegen per Event zu spawnen. Wenn es in Smolensk einer drin war, scheint er woanders hingegangen zu sein. Das ist ein Stress und hat natürlich den Zug da attackiert. Das heißt, wir brauchen Leute, die sich um den kümmern. Brauchen wir eben hier rauf. Und der Zug muss irgendwo hin. Und ihr müsst herausfinden, wo diese Typen jetzt sind. Aber nicht in eurem Zustand. Gut, dann brauchen wir die ungarischen Einheiten, also die 9, die mit an den Sümpfen entlang arbeitet. Oder gleich mal direkt in die Reihen rast. Ich freue mich, wenn die Luftwaffe mal wieder irgendwas machen kann. Ach, da geht keine Schiene hin in den Ort. Großartig. Richten euch aber gerade hier. Na gut, hier. Wird wohl reichen müssen. Dann sind wir noch zahlreiche Organisationen. Fangen wir mal bei der Luftwaffe an. Wir hoffen, dass die in ein paar Rundchen mal wieder fliegen kann. Jetzt F4. Das ist so ziemlich das Modernste, was wir kriegen. Da bin ich gerade. Ich bin aber auch am Überlegen, noch Jäger nach Süden zu schicken. Hier oben. Ja, nicht viel los eigentlich. Wobei, wenn ihr die Afrika-Flieger kriegt. Der Jäger solltet ihr vielleicht schon halten, falls doch mal was passiert. So, ich glaube, die hatten soweit auch dann ihre Upgrades. Sammeln sich hier. Na ja gut, dann wird ihr relativ fertig. Wie sieht es bei euch aus? Also jetzt auch zum Flughafen. Da ist es voll. Dann wäre nur da, weil das andere Jagdflugzeug einfach keinen vernünftigen Rückflugpfad gefunden hatte. Dann eben mit aufklären muss. Dann wäre das die Luftwaffe. Dann haben wir noch zig kleine Kampf- und Verschiebefragen. Bei euch hatten wir aus das Geld eng. Du schirmst den ab. Da müsstet ihr eigentlich aushelfen, um die Stadt wieder zurückzuerobern. Hoffen, dass da oben in der Zwischenzeit nicht zu viel passiert. Wie sieht es dann hier aus? Bleiben wir mal an dieser Stelle. Na, so könnte es da rein, aber das bringt es nicht. Aber das ist viel offenes Gelände. Da könnte natürlich ein Panzer arbeiten. Nun müsstest du geheilt werden. Immerhin ist jetzt mal eine endgültige Heilung.
Das heißt, kein blöder Winter, der ihm ständig wieder alle Stärkepunkte wegnimmt. Geht jetzt alles ein bisschen ins Geld. Hier unten war doch noch eine Pack. Kannst du den auch noch offiziell einnehmen, wodurch wir nochmal 150 Prestige in die Kasse kriegen. Ehrlich. Ach, und du darfst auch nach vorne. Da ist eine Hoffnung, dass die Luftwaffe irgendwann mal was machen darf. Nämlich sagen, dann sehe alles hier viel, viel besser aus. Ja, wir könnten die Pack darauf schieben. Haben wir Artillerie, um die ein bisschen abzusichern. Frage halt, ob will ich dahin, um den abzusichern. Dann hätte er hier natürlich einen freien Weg, dann müsstest du dahin. Na gut, du könntest dann auch hier, aber dann hättest du keine Artillerie mehr. Die dich deckt und dann läuft er da und schießt gut mit der Katyusha drauf, schickt wen anders und kesselt den ein. Alles dumm, also ich fürchte, der Trupp wird wohl drauf gehen. Ist leider auch ganz schön angeschlagen. Sonst den erstmal einfach hier hinstellen und die Pack heilen. Das wärt ihr. So, hier haben wir noch einige Schrotte Panzer. Dich vor allem. Jetzt könntet ihr dem Gegner dann auch langsam mal ein bisschen widerstehen. Du müsstest hier vielleicht aber auch mal lieber wieder tiefer rein. Wobei, wohin wäre die Frage? Was? Ihr geht mal in diese Stadt rein. Dass da jetzt gerade keiner den Panzer im Wald rankommt. Oder ihr werdet mal eben hier geheilt, um das abzuschirmen. Ach, die sind endlos schnell. Und was ist, wenn er seinen letzten Schuss gut auf den da setzt? Kultur, von da kommen ja auch noch welche. Auch euch hier hinstellen. Wir fahren mit dir hier hin. Ne, warte, ihr habt ja Kontrollzone davor, da kommt er gar nicht lang. Nur von hier oben auf Nummer ganz sicher gehen und das würde vielleicht gehen, wenn du dich hier in den Wald stellst. Dann auf Dauer irgendwann im Ort. So, der Aufklärer kommt nach hinten. Aber wie bauen wir hier die Position um? Du müsstest wahrscheinlich hier hin. Wird ihr da auch nicht recht umgangen werden, solange der Infanterist das überlebt. Jo. Doom, es ist, glaube ich, nach hinten und gar irgendwas mal in Sicherheit. Das Ding hier können wir nicht heilen, aber mit dir anzugreifen bringt auch nicht so viel. Natürlich hier die Seite noch ein bisschen schützen, falls doch noch wer von da kommen will. Die Artillerie so ein bisschen abzuschirmen. Hast noch Treibstoff? Ah, wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Die Artillerieposition, da ist natürlich auch doof. Oh. Wir bauen hier an jeder Ecke in diesem Wald. Das ist so nervtötend. Denn da könnten wir die Pack dahin stellen. Dann wäre der T-34 da erstmal ein bisschen geblockt. Weil alles, was sie haben, irgendwie in Wäldern oder im Gelände steht, wo er nicht so gut kämpfen kann. Hoffentlich kommt die Arti durch. Ja, hier vorne haben wir noch einen Panzer. Könnten natürlich die Arti, du hast ja noch zwei Schuss, hier hinstellen. Hätte der auch Arti-Deckung, dann hätte er nur kein Rückzugsfeld mehr. Na, das wäre, glaube ich, nicht so toll, wenn er kein Rückzugsfeld hat. Wir könnten dich noch ein bisschen heilen. Das lohnt sich natürlich mit dir nicht. Dann sind die ganzen Reserven langsam echt aufgebraucht. Haben wir hier noch eine Pack. Die könnten wir vielleicht schon hier hinbringen, um stärker gegen die Panzer agieren zu können. Ja, zumindest was gegen die Dinger zu haben. So, dann findest du noch hier drüben rein. Okay, auch wenn der drauf geht, habt ihr eigentlich ein paar Mann. Auch irgendwie, der sich darum kümmert.
Mann, aber die könnten wir auch noch heilen. Noch einer. Wenn ihr alle fit seid, können wir uns denen da vielleicht entgegenstellen. Im nächsten Zug der Fall wäre aber der ganze Startschatz. Das waren nochmal irgendwann über 3000 Prestige. Das ist erstmal aufgebraucht. Da ist noch eine Pack. Ich hoffe mal, dass ihr das als Infanteristen zu zweit schafft. Noch eine Pack. Hier glaube ich noch keine Pack. Mal erstmal hier hin. So, dich gibt's noch. Natürlich auch erstmal hier wieder noch fitter machen. Ah, und dann ganz stark hoffen, dass die Luftwaffe nächstes Mal funktioniert. So, hier würde ich den Angriff erstmal abbrechen. Wir haben eh nicht die Finanzen, jetzt alles hochzuziehen. F4 ist auch so eine Sache. Na gut, wenn alle so ein bisschen zusammenhalten. Alles dran, könnte es aber auch nicht viel machen. Und auf 2-2, du hättest nur noch ein 1-1. Autsch. Wieder haken, wenn der Panzer darin will, dann wäre wieder ein Packreichweite. Auch nicht so ganz das Wahre ist. Das war knapp. Der Wintereffekt ist ja inzwischen zum Glück vorbei. Und auch wenn der Panzer da anfährt, dann kommt die Pack an. Der Aufklärer. Okay, jetzt könnte der Panzer von hier agieren und wäre außerhalb der Reichweite der Pack. So, was haben wir hier? Ihr habt auch noch. Nein, du solltest ja aussteigen. Auch noch eine Pack. Die vielleicht auch brauchen, wenn der T-34 von da rankommt. Ist mal da und warte ab. Ja, setzt vielleicht auch nochmal leicht nach hinten und lasst ja den Infanteristen nach vorne. Gut, was ist denn das hier? Voronezh. Okay, rückst du aus? Also am Ende ist der Ort leer und das könnte halt unschön sein. Nicht ganz sicher. So, hier haben wir sein T-34. Der wird uns in alle Richtungen Stress machen. Und wir haben nicht viel, um den irgendwie aufzuhalten. Wir könnten uns hier bestenfalls halt noch irgendwie ins Gelände stellen und dem so kontrollzonentechnisch etwas im Weg zu stehen versuchen. Beispiel hier stehen, dann kann er da ja nicht lang. Ja, dann wäre hier auch wirklich schon relativ blockiert, weil der hat ja auch ein bisschen in der Kontrollzone. Auch da anstellen. Also der Trupp ist natürlich akut gefährdet. Du setzt dich vielleicht mal ab und hoffst, dass du nicht gesehen wirst. Ihr seid auch nicht so übermäßig stark. Ja, und ihr habt alle halt nicht die Angriffe, die es jetzt bräuchte dafür. Ich könnte es noch da rein chargen, um einen Einserpanzer abzuschießen, aber da gehst du nur selber drauf. Ganz fertig deswegen. Ja, noch einen italienischen Panzer, der aber auch nichts ausrichten kann. Nicht so wahnsinnig teuer ist. Na gut, du könntest natürlich da stehen bleiben und schauen, ob du etwa den T-34 auf dich lockst. Infanterist, wir können ihn halt auch hier gebrauchen und vielleicht doch noch irgendwann den Ort leer zu räumen.
Ja, wir können ja eh nicht viel gegen den ausrichten. Die, okay, das ist in Kontrollzone technisch festgesetzt, aber ich glaube, er wird sich eh wahrscheinlich den Panzer da holen. Gut, du könntest also auch hier hin und vielleicht mit der Flak zusammen den Ort da schon mal leer räumen. Wäre da auch endlich mal in Ruhe. Oder auch nicht. Na, muss man immer nicht noch melden, dass nicht mal irgendwer abgeschossen worden ist. Okay, du bleibst da stehen. Wird schon schief gehen, die Flak. Du könntest dich aber auch hier noch absetzen. Ich gerade die stärkste Einheit. Wir haben sowieso nicht so viele Finanzen. Ich könnte mir noch fit machen. Mike vielleicht auch. Da rum, aber an allen Ecken nicht viel erreichen. Noch eine rumänische Pack, die aussteigen könnte. Die Frage ist, braucht die hier ein Rückzugsfeld nur so für den Fall der Fälle? Gib ihn mal eins. Wir haben immer nächstes Mal einen Schwung einsatzfähiger Panzer. 34 kann ja auch mitmachen und irgendwann sieht unsere Luftwaffe sogar auch mal wieder was. Es braucht ihr hier unten eine Pack. Ich weiß nicht, ob da noch Panzer sind, aber die könnt ihr sonst mal haben. Das ist ja schon bis hierhin. Bis dahin ist etwas übertrieben oder bis hier. Aber bis hierhin fahren. Das hier könnte ich natürlich hier rumschicken, dann sieht man da unten auch mal was. Was so vor sich geht, wobei du verbaust dem gerade sein Rückzugsfeld. Oder du sitzt noch nah und machst diese Flak da kaputt. Sehr schön. Diese Front scheint ja gerade ganz ordentlich zu laufen. Du hast natürlich auch kein richtig optimales Rückzugsfeld, muss man sagen. Ich will jetzt auch nicht deine Artilleriedeckung wegschicken. Oder sollte man es doch machen, damit, einfach damit er sich im Zweifel zurückziehen kann. Auf den musst du nicht machen. Ansonsten nimm dir das Rückzugsfeld und dann wird das schon. So, dann war das hier nochmal eine Menge Positionierung links und rechts. Die Kasse ist so ziemlich geplündert. Aber viele Einheiten sind fit und der Winter ist erstmal wieder überstanden. Dann bleiben die auch fit. So, ach, der Kollege, der zum Glück, großen Glück, da auf dem Flugplatz stand. Ja, komm zurück. Du hast nur einen Schuss. Ob das reicht, wird ein bisschen eng. Den will ich dann jedoch auch nach innen fahren lassen mit. Und dann mal weiter gucken. Es ist halt doof, dass da der Falli steht. So, ihr könnt da stehen bleiben, die finden. Ja, ja, ihr macht euch da bequem, der Bomber kann nichts tun. Du musst deinen Angriff nicht machen, du auch nicht. Jäger und Flak können auch nicht viel tun. Artie bleibt da auch stehen. Hier bleibt da stehen. Die Pack bleibt da stehen. Ist da stehen? Das ist auch das Flugzeug. Ihr könnt da stehen bleiben. Achso, der da hinten muss doch greifen. Ja, ihr. Also, ihr werdet natürlich eine Verstärkung für da oben. Kann aber nur hoffen, dass er da in der Zwischenzeit von keinen aussendet. Ich würde sagen, ihr greift hier mit ein. Hoffen, dass da nichts passiert. Das Artilleriegeschütz. Genau, hier ist natürlich noch die andere Pack. Könnte es dann aber auch ein bisschen nach vorne fahren. Wir müssen mal wieder in die Stadt und dann irgendwann nach vorne. Kannst dich noch bewegen, musst du aber nicht. Auch nicht, du wartest auch ab. Macht's euch da auch alle bequem. Im Moment die Beutepanzer noch nach vorne zu karren.
Weiß nicht, ich bin bettnäßig, ich habe hier nicht doch irgendwann schon Briten erscheinen. Ich war noch nicht ganz tief genug im Mod drin und dachte, dass die Beutepanzer da einfach aufpassen könnten. Die erstmal stehen lassen. Du musst ja nicht angreifen, du bleibst da, die Jäger bleiben hier. Du kannst auch erstmal da bleiben. Also auch wie ihr. Du auch. Ja, die Flieger bleiben alle hier stehen und hoffen, dass das Wetter irgendwann mal gebrauchbar wird. Du kannst da ja nicht weg, weil wegen Treibstoff. Ja, arme italienische Flotte. Dich noch fitter machen. Ich würde jetzt auch an Ort und Stelle drauf gehen. So, Männer hier hinten. Ich hoffe, wir können dich hier absetzen. Unbemerkt bleiben. Und wenn dann hoffentlich die Schlacht von Rostov besser läuft, im richtigen Moment hier von der anderen Seite eingreifen. Warum steht ihr denn jetzt da? Was eigentlich die anderen hin? Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ihr habt Spotting plus 1. Oder ob es ein kurioser Fehlschlag wird. Die Einheiten, die stehen da fest, das mobile Korps der Ungarn. So, dich gibt's, du kommst nach vorne. Türpitz bleibt da, das kleine Ding bleibt da. Ich bin am überlegen, wenn die ganze Afrika-Luftwaffe nach Russland übersiedelt, kannst du eigentlich hier bleiben. Hätten wir hier eher Jagdflugzeuge, um alles, was Strat heißt, möglichst schnell runterzuschießen. Er bleibt da. Warte, die hatten wir jetzt schon. Ach ne, ich hatte irgendwen weiter hinten in der Reihenfolge und jetzt muss man sich hier wohl erstmal wieder durchklicken. Ati, nein, du warst nicht an. Ihr bleibt da. Wir könnten den einen Infanteristen hier auch nochmal ein bisschen dann so gut wie kein Geld mehr haben. Aber wie gesagt, der Winter ist vorbei. Es wird jetzt entspannter. So, dann haben wir noch die neuen italienischen Panzer und Fahrzeuge. Wobei, du bist nicht mal in einer Stadt mit einer Schiene drin. Nur die Schiene geht. Hat die Stadt eine Schiene? Die geht hier lang, aber ich sehe hier gerade nur die Straße. Aber dich können wir auf jeden Fall auf eine Schiene setzen. Na, ich könnte natürlich hier fast schon Feuerunterstützung brauchen. Und wahnsinnig weit kommst du aber nicht. Du könntest bis in den Hafen und dann da fahren. Okay, das wären alle. Das heißt Zusammenfassung, ihr bleibt stehen. Ihr kämpft hier weiter um die Gegend, habt die Stadt erstmal, aber da laufen irgendwo Feinde rum. Dann sollt ihr da rein und den Wald säubern. Ihr macht weiter und müsst mal gucken, dass ihr die Stadt da irgendwie noch wieder gesäubert kriegt. Was jetzt was aus der Raketenartillerie wird, weil da dummerweise wieder ein Falli an der Seite steht. Wenn wir jetzt den Wald verlassen mit dem Infanteristen, um die zu decken, dann rascht der Panzer da rein und macht Altmetall aus dem Ding. So, ihr geht kämpferisch daran, ihr kämpft da ein bisschen. Hier, also die gute Nachricht ist ja zumindest, dass die Zahl einsatzfähiger Panzer demnächst ansteigen wird. Auch hier andere Einheiten, die sich so gerade eben nur durch den Winter retten konnten, wieder da sind. Ich fürchte, wir werden den Panzer verlieren. Aber hoffentlich den wenigstens durchbringen. Und damit stark gesteigerter Luftwaffe hier in nächster Zeit hoffentlich was erreichen. Wir sind ja hier schon an seiner Artillerie. Also ja, hoffentlich sind da nicht zu viele Reserven. Ja, und wenn du ein Fluchtfeld nach hinten hast, könntest du vielleicht doch noch geheilt werden. Und ihr macht ja auch einen sehr guten Job. Weiter reingebrochen und in Afrika mal sehen, wer da noch entkommen kann. Ihr vielleicht auf eurem LKW, wenigstens ein Infanterist, zwei Infanteristen und ein Panzer, um so ein bisschen eine Verteidigung aufzusetzen. Ist aber nicht wirklich spannend. Gut, das wär's. Wir haben dann noch Flak auf der Krim, müssen wir natürlich noch auf die Liste setzen.
Und dann würde ich an dieser Stelle auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei DudeMan mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn. Oh, warte, hier ist noch was. Bla bla, Ölknappheit. Ja, das mit dem Treibstoff wird noch irgendwie ein Thema. Werden wir sehen.